Der nahtlose Radreifen. Wie gehört, eine Erfindung von Friedrich Krupp wird hier gewalzt. Der Radstern als formgegossenes Stück ergänzt den Reifen zum Rad für die Lokomotive. In den geräumigen Werkstätten der weltberühmten Lokomotivfabriken begegnen wir den Bochumer Radsätzen, Federn und Schmiedestücken für den Antrieb wieder. Mechanische Proben, Arbeit und Erfahrung des Stahlwerkers in den Schmieden und mechanischen Werkstätten, das Schaffen des Kaufmannes, das alles steckt in diesen Rädern aus Stahl. Sie tragen die 1000 Tonnen schwere Last mit einer Geschwindigkeit von 110, 20 und mehr Kilometern durch die Landschaft. Ihm können wir uns anvertrauen, der Stahl hält, was er uns verspricht. Treibräder, 2 Meter im Durchmesser, höchste Kraft und Festigkeit verkörpernd, Triebrädchen aus Stahl, Präzisionsläufer von Millimetergröße. Zwei einzigartige Zeugen für die hohe Kunst der Stahlerzeugung. 1939 wird an der 2000. Lokomotive gearbeitet, an der Baureihe 06. Die größte jemals gebaute Schnellzugdampflok Deutschlands. Mit ihrem 2D2-Triebwerk sollte sie Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen. Von der voll verkleideten Stromlinienlok sollte eine ganze Serie gebaut werden. Geworden sind es aber nur 2 Maschinen. Auch Alfried Krupp von Bohlen-Hallbach besichtigt die fertige Schnellzuglok. Die neue Lok wird ausgiebig Probe gefahren, jedoch nie richtig eingesetzt. Im Krieg werden die beiden Maschinen schwer beschädigt und schon 1951 durch die Bundesbahn ausgemustert.